Guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie herzlichst bei Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Freitag, dem 5. Februar 2021. Weltwoche Daily, das ist Gegenwartskunde für Fortgeschrittene. Wir sind an der Spitze der zivilisatorischen Entwicklung des hinterfragenden Denkens. Und vor allem ist Weltwoche Daily die am schnellsten wachsende Morgensendung der Schweiz für alle, für wirklich alle, egal ob rechts oder links, ob rot oder grün, ob blau oder schwarz. Hauptsache neugierig, Hauptsache humorvoll und Hauptsache konzentriert. Denn wir legen hier die Aktualität unters Elektronenmikroskop. Wir durchleuchten, ja, wir röntgen schon heute die Schlagzeilen von morgen. Und das große Thema, mit dem wir uns gleich zu Beginn beschäftigen wollen, ist 50 Jahre Frauenstimmrecht in der Schweiz. Viele Leserinnen, viele Leser haben mich gebeten, sagen Sie etwas dazu, und das mache ich gerne. Ich spreche über die Heuchelei der Medien. Denn es ist unglaublich, was da für Jubelgesänge, für Choräle angestimmt werden auf die totale Überlegenheit der Frauen und das Frauenstimmrecht und dass Frauen alles besser machen. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich habe ein bisschen einen Minderwertigkeitskomplex bekommen beim Lesen all dieser Hymnen. Denn ich bin der Meinung, dass auch der Mann in der heutigen Gesellschaft eine Chance verdient. Aber selbstverständlich, ich habe nichts gegen das Frauenstimmrecht. Im Gegenteil, ich finde das großartig. Ich bin aber gegen diesen Biologismus, der uns da eingehämmert werden soll. Nämlich der Biologismus, dass Frauen alles besser machen als die Männer. Auch in der Wirtschaft, auch in der Politik, in der Führung, überall. Selbstverständlich gibt es Frauen, die viel besser sind als Männer. Aber es gibt genauso viele unfähige Frauen, wie es unfähige Männer gibt. Also bitte hört auf mit diesen biologistischen Exzessen. Heute im Blick die Schlagzeile, die wir in abgewandelter Form jetzt während Wochen eingeprügelt bekommen haben. Schauen wir in Länder, in denen Frauen die Führungspositionen in der Wirtschaft und in der Politik innehaben, und diese Länder machen es besser. Frauen an die Macht, Frauen an die Spitze, rufen die Verlagshäuser, Tagesanzeiger, NZZ und Blick. Und da sind wir jetzt bei der Heuchelei angelangt. Denn ich habe eine kleine statistische Untersuchung gemacht. Wie ernst nehmen eigentlich diese Verlagsunternehmen ihre publizistische, verbale, rhetorische, schlagzeilenträchtige Frauenförderung? Sie pfeifen darauf. Tagesanzeiger, Verwaltungsratspräsident Tamedia oder TX Group ist ein Mann, der CEO ist ein Mann, der Chefredaktor ist ein Mann. NZZ-Gruppe, Verwaltungsratspräsident ist ein Mann, CEO ist ein Mann und der Chefredaktor des Hauptblatts ist ein Mann und auch der Chefredaktor der NZZ am Sonntag, die gar nicht mehr an sich halten kann vor lauter publizistisch-journalistische Frauenförderung. Auch er ist selbstverständlich ein Mann. Also sofort abtreten, meine Herren, wenn die Zeitung das schreibt, was sie wirklich glauben. Oder sind das einfach nur wohlfeile Anbiederungen an einen oberflächlichen feministischen Zeitgeist? Die Frage zu stellen heißt, sie zu beantworten. Blick, wie sieht es denn bei Ringe aus? Diesem Kampfblatt der Frauenbefreiung, diesem Zentralorgan, dieser Pravda des Feminismus. Auch da zappenduster. Der Verwaltungsratspräsident ist ein Mann, der CEO ist ein Mann. Und der Oberchefredaktor ist auch ein Mann. Offensichtlich alles Quotenmänner, die aus Mitleid in ihre Positionen gehievt wurden. Leuchtturm der reinen Vernunft ist Weltwoche Daily und das bedeutet, dass wir hier auch Fehler sofort korrigieren. Ich habe in einer meiner letzten Sendungen gesagt, dass die deutsche Oppositionspartei AfD bereits ein integraler Beobachtungsfall des Verfassungsschutzes sei und das war falsch. Es wird im Moment diskutiert in Deutschland, ob man diese Beobachtung, gut, die Partei wird ohnehin von allen aufs Schärfste beobachtet, aber ob man die jetzt sozusagen in den Zwinger
einer staatlichen Totalüberwachung hineinstellen soll, mit allen Möglichkeiten des Spitzelstaates. Das ist ja ein Unikum im Westen, dass die deutsche Regierung Oppositionsparteien infiltrieren kann, sogar mit Agents Provocateurs, um quasi diese unliebsame Konkurrenz hier in den Augen des Publikums gänzlich inakzeptabel zu machen. Also mein Fehler, hier Teile der AfD sind Verdachtsfall. Man diskutiert jetzt, ob eben die ganze Partei unter Beobachtung gestellt werden sollte. Das aber ist noch nicht definitiv der Fall. Ein Hinweis übrigens von einem Zuschauer aus Deutschland. Axel, ganz herzlichen Dank dafür. Ebenfalls aus Deutschland erreicht mich eine Zuschrift aus Hamburg von Bert. Und ich möchte die hier vortragen, denn das ist eine nicht nur sehr gut glänzend geschriebene Zuschrift, sondern sie enthält auch eine tiefe Wahrheit, nämlich die Erinnerung an den deutschen Wirtschaftsreformer, den großen Liberalen Ludwig Erhard, der sich vermutlich in seinem Grab derart umdreht und rotiert, dass es kein Ende nimmt angesichts der heutigen Vorgänge. Also Bert schreibt mir: Wir profitieren nach wie vor vom unermüdlichen Wirken Ludwig Erhards. Ihm zu Ehren ein Zitat aus seinem 1957 erstmals erschienenen Buch Wohlstand für alle. Ich zitiere: Eine freiheitliche Wirtschaftsordnung kann auf die Dauer nur dann bestehen, wenn und solange auch im sozialen Leben der Nation ein Höchstmaß an Freiheit, an privater Initiative und ganz wichtig, an Selbstvorsorge gewährleistet ist. Höchstmaß an Freiheit, an privater Initiative und an Selbstvorsorge gewährleistet ist. Wirtschaftliche Freiheit und totaler Versicherungszwang vertragen sich denn auch wie Feuer und Wasser. Ludwig Erhard, 4. Februar 1897 bis 5. 1977, war 1948 als Direktor der Verwaltung für Wirtschaft des Vereinigten Wirtschaftsgebiets nach dem Zweiten Weltkrieg Vorbereiter der Wirtschafts- und Währungsreform und von 1949 bis 1963 Wirtschaftsminister der jungen Bundesrepublik, später dann auch noch Bundeskanzler. Für ihn war das Wirtschaftswunder, das vielbesungene Wirtschaftswunder, kein Wunder, sondern das Ergebnis harter Arbeit aufstrebender Bundesbürger, der von ihm gegen erheblichen sozialistischen und großindustriellen Widerstand neu geschaffene wirtschaftliche Rahmen erlangte unter dem Begriff soziale Marktwirtschaft, internationale Anerkennung. Und jetzt der Sprung von 1963 bis 2021. Bert, nochmals aus Hamburg: Wir brauchen einen Neustart, aber gewiss nicht die große Transformation, wie sie von den globalen Oligarchen im Verein, das gefällt mir, mit den sozialistischen Illusionären vieler Länder angestrebt wird, sondern einen Aufbruch mit selbstverständlicher persönlicher Freiheit im Sinne von Ludwig Erhard auf der Basis unseres Grundgesetzes. Ja, Sie sagen es. Und auch die Schweiz könnte sich von diesem Ludwig Erhard inspirieren lassen. Wir haben eben auch solche Illusionäre bei uns, obschon sich die Schweizer gegenüber den Deutschen immer einbilden, wir seien da Freiheitschampions. Wir bewegen uns hier in eine ganz falsche Richtung und deshalb danke ich Ihnen für diese längst fällige Erinnerung und Würdigung von Ludwig Erhard. Peter, ebenfalls Zuschauer dieser Sendung und Abonnent der Weltwoche seit einem Jahr, Absolvent der ETH Zürich und der Stanford University in Kalifornien, in Palo Alto, nimmt Stellung zur Frage der Elektroautos und hält hier fest, dass diese Strategie, auf Elektromobilität zu setzen, ein Irrweg ist. Unsere bereits etwas rare elektrische Energie sollte für Staatsbetriebe, Armee, Infrastruktur des Staates, Wirtschaft, private Industrie, private Haushalte verwendet werden. Ohne die sauberste Energie der Welt, nämlich AKWs, Nuklearenergie, werden wir nicht auskommen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. All diese Klimaretter, denen geht es gar nicht ums Klima primär, sondern es geht ihnen darum, ihre sozialistische Planwirtschaft einzuführen. Denn wenn sie es ernst meinten mit dem Klima, mit dem CO2, mit dem Ausstieg aus den fossilen Energien, dann würden sie für die Wiedereinführung der Nuklearenergie in der Schweiz plädieren und damit für eine sichere Energieversorgung, die eben eine arbeitsteilige Marktgesellschaft überhaupt am Leben erhalten kann. Aber sie möchten eben mit dem Klima
die Energieversorgung und eben auch die Marktwirtschaft abwürgen, alles dem Staat zuschieben, das Gegenteil von Ludwig Erhard. Und das ist zu kritisieren. PWs, ich zitiere wieder Peter, PWs sollten nicht mit elektrischer Energie betrieben werden, um hunderte von Kilogramm schweren Batterien spazieren zu führen, dies auch wegen der Produktion und Entsorgung. Ja, richtig, ein Tesla, ein wunderbares Auto des guten Gewissens, aber wenn man es ehrlich anschaut, im Neonlicht des Realismus, ist das eine fahrende Sondermülldeponie, meine Damen und Herren, mit diesen Batterien, die sowohl produktionsmäßig wie auch entsorgungsmäßig ein riesiges Problem darstellen. Entschuldigung, rollende Sondermülldeponien. Großen Respekt vor Elon Musk für seine Teslas, großen Respekt vor dieser unternehmerischen Leistung, aber bitte hören Sie auf, hier diese Autos und ihren Erzeuger für heilig zu erklären. Peter sagt, man fahre lieber einen A-Klasse Diesel und nehme ab und zu die Bahn, plus allenfalls einen A-Klasse Diesel Taxi, solche Diesel natürlich mit Bluetech. Ja, das sind pragmatische, konkrete Lösungen. Marcel Salaté, der frühere Taskforce-Mann im Bund, der Epidemiologe, verwendet einen Begriff, den wir in der Schweiz der Weltwoche verdanken. Nämlich, er sagt, der Bundesrat sei coronamäßig immer noch im Blindflug. Sie erinnern sich, wir haben diesen Ausdruck verwendet vor fast einem Jahr auf der Titelseite mit dem Bundesrat und den Gesichtsmasken über den Augen. Es ist so, der Bundesrat ist im Blindflug. Salaté unterstreicht es, wir wissen nicht einmal, wo sich die Menschen anstecken, trotzdem wird alles geschlossen, präventiv. Das ist wie wenn Sie zum Zahnarzt gehen, Sie haben irgendwo Zahnschmerzen und der Zahnarzt sagt, okay, ich muss Ihnen präventiv alle Zähne rausreißen. Das machen wir im Moment mit der Corona-Politik, anstatt genau abzuklären, wirklich abzuklären und alles daran zu setzen, es abzuklären, wo wir uns anstecken, damit wir gezielt vorgehen können und nicht mit dem Holzhammer. Die Zahnmedizin hat sich auch verbessert in den letzten 200 Jahren. Aber wenn man den Bund zuschaut, das ist Zahnmedizin mit dem Holzhammer, das ist Corona-Medizin mit der Kettensäge. Bundesrat will trotz scharfer Kritik am UNO-Migrationspakt festhalten. Das ist ein Fehler. Dieser Migrationspakt ist Ausfluss der falschen Philosophie. Ich nenne das die United Colors of Benetton Lichterkettenphilosophie der offenen Grenzen im Gefolge von 2015. Damals hat die UNO entschieden, wir machen einen Migrationspakt, um die illegale Migration legal zu machen. Und die Staaten haben sich gefälligst daran zu halten und sich gefälligst daran auszurichten. Dann wird behauptet, verwedelnd, ja, das ist ja nur eine, das sind keine rechtlich verbindlichen Forderungen da in diesem Pakt, das sind nur politische Absichtserklärungen. Meine Damen und Herren, dieser Pakt enthält über 30, glaube ich, fast 40, wenn ich, behaften Sie mich nicht auf die Zahl, fast 40 Verpflichtungen. Die Schweiz verpflichtet sich für dies, verpflichtet sich für jenes. Und natürlich wird das dann in unserem politischen Betrieb übererfüllt, worauf sich die Schweiz verpflichtet, wofür sie sich verpflichtet, wird übererfüllt. Zum Glück gibt es da Widerstand, am Anfang nur von der SVP, jetzt aber auch prominent von der FDP. Kurt Fluri, der Solothurner Stadtpräsident, sagt, dieser Vertrag ist mit unserer Rechtsordnung nicht kompatibel. Interessant übrigens hier, wie der Bundesrat argumentiert. Er sagt, wir müssen diesen Migrationspakt annehmen, denn wenn wir das nicht tun, hätte dies einen negativen Effekt auf die Unterstützung der Schweizer Kandidatur für den UNO-Sicherheitsrat. Ja, dann müssen wir sowieso ablehnen. Also wenn dieser Vertrag noch die Vorstufe sein soll, dass die Schweiz in den UNO-Sicherheitsrat hineingeht, wo sie sowieso nichts verloren hat, dann müssen wir ihn ablehnen. UNO-Sicherheitsrat, nur ganz kurz, habe ich hier auch schon angesprochen, das ist die Behörde, wo weltweit die Großmächte über Krieg und Frieden entscheiden. Das ist der letzte Ort, wo die Schweiz etwas zu suchen hat. Seil ziehen um das Rahmenabkommen mit der Europäischen Union, die Wirtschaftsverbände Economie Suisse und Arbeitgeberverband begehren auf, machen mobil jetzt gegen diese neuen rahmenabkommenskritischen Wirtschaftsorganisationen um Alfred Gantner und Hans-Jürg Bertschi. Das ist Christoph Mäder, der Economie Suisse-Chef, und Valentin Vogt vom Arbeitgeberverband bilden das neue Traumduo für den Rahmenvertrag mit falschen Argumenten. In der NZZ heute, sie sagen, aus heutiger Sicht sei das ganz falsch, hier in die Richtung zu gehen, denn der Rahmenvertrag würde den bilateralen Weg mit der Europäischen Union sichern.
Das ist nachweislich falsch, haben wir hier schon oft widerlegt. Ich mache es gerne noch einmal. Rahmenvertrag heißt, dass die Schweiz europäisches Recht übernehmen muss, unter europäischen Richtern, unter europäischen Sanktionen, in wesentlichen Teilen ihrer Wirtschafts- und Sozialpolitik. Wir sind dort nicht mehr souverän, nicht mehr unabhängig. Wir wären dort eine Rechtskolonie der Europäischen Union, müssten uns diesen diesen Prozessen einfach beugen, und das ist nicht mehr bilateral, zweiseitig, auf Augenhöhe, ist also falsch. Und die Economy Suisse lehnt auch ab den britischen Weg, was völlig falsch ist, denn Boris Johnson hat viel besser verhandelt. Er hat sogar ohne Rechtsübernahme, ohne fremde Richter, ohne Sanktionen sich Zugang verschafft, nicht nur zum EU-Markt, sondern auch zu den Forschungsprogrammen Horizon 2020. Da setzt die EU jetzt ja wieder die Daumenschrauben an. Sie sagt, wenn ihr nicht das Rahmenabkommen bringt, dann werfen wir euch Schweizer aus diesen Forschungsabkommen raus. Die sind nicht unerheblich, nicht gegen diese Forschungsabkommen. Sie werden einfach glorifiziert und überschätzt. Aber der Mechanismus ist, die EU setzt uns mit etwas unter Druck, was sie den anderen gibt, nicht aber der Schweiz. Das heißt, das ist ein Erpressungsinstrument mit diesen Wirtschaft, mit diesen Horizon-Programmen. Darum muss sich die Schweiz dem widersetzen. Ein Ulrich von Schwerin, Mitglied, nehme ich an, des deutschen Hochadels, schreibt, Amerika braucht eine neue Iran-Strategie. Was dieser fürchterliche Trump da gemacht hat, auch im Nahen Osten, diese Friedensverträge, alles auf den Abfallhaufen der Geschichte, nichts darf stehen bleiben. Auch die NZZ jetzt mit der Weisheit des deutschen Hochadels, mit der Hocharistokratie von Ulrich von Schwerin. Amerika braucht eine neue Iran-Strategie. Ist komplett falsch. Etwas vom Richtigsten, was Trump gemacht hat, war seine Iran-Strategie. Ganz kurz, Iran ist ein Terrorstaat. Sprechen Fatwas aus gegen Schriftsteller, wollen Israel von der Landkarte wischen, wollen unbedingt eine Atombombe, damit sie hier ihre Interessen und ihre Schreckensherrschaft, ihre autoritäre Herrschaft weiter projizieren, weiter ausüben, ihren Druck manifestieren können im Nahen Osten und in der Welt. Und so einem Staat, der einen anderen Staat von der Landkarte wischen will, dem gibt man keine Atombombe. Aber dieses Iran-Uran-Abkommen, das hier angesprochen wird, das hätte die Iraner, die Mullahs, in den Besitz der Atombombe gebracht. Das ist nicht meine Aussage, das hat Henry Kissinger schon vor Jahren gesagt. Und diesen Vertrag hat Obama gepusht, der Vorgänger von Joe Biden, der frühere Chef von Joe Biden, vielleicht ist er immer noch der Chef von Joe Biden. Und er pushte das mit dem Resultat, dass arabische Staaten im Nahen Osten sich sogar mit Israel gegen den Iran verbündet haben. Und Trump war ein Ermöglicher dieser Friedensallianzen, dieser Verteidigungsbündnisse gegen den Iran. Und das war richtig. Und jetzt möchte man eben, seit die Linke wieder am Ruder ist in Washington, will man wieder in Richtung Palästinenser gehen. Man will Abstand halten zu Israel und man geht auf den Iran zu. Und das ist der falsche Weg. Und es ist interessant, dass hier die NZZ unter ihrem Deutschlandkurs, ihrer Deutschland-Eroberungsstrategie selber immer deutscher wird. Ich hätte nichts dagegen, wenn die Deutschland etwas schweizerischer würde. Aber Deutschland jetzt hier auch noch mit dieser, ja, mit dieser Anti-Trump-Herrenreiter-Philosophie von Ulrich von Schwerin. Nein, halten wir uns an Ludwig Erhard, das ist der bessere Weg. Ja, noch ein interessantes außenpolitisches Thema. Die Hymnen des Tagesanzeigers auf Mario Draghi. Ich finde das also wirklich, finde das eigentlich fast schon den Wahnsinn, wie hier dieser sicherlich hochfähige und kluge und auch charmante Banker, frühere Chef der Europäischen Zentralbank, hochgejubelt wird. Aber das macht, der Vorgang dahinter ist eben der entscheidende. Draghi wurde oder wird jetzt installiert von oben als Technokrat, weil man nicht möchte, dass es Wahlen gibt in Italien, denn Wahlen in Italien würden den Rechten helfen und die Rechten dürfen nicht gewinnen. Also ist es gut, dass ein Nichtrechter kommt, nämlich Draghi, egal wie der an die Spitze kommt. Undemokratisch spielt keine Rolle, Hauptsache ein Mann von uns. Demokratie ist, wenn unser Mann installiert wird. Und wenn die Leute irgendetwas wählen, was uns nicht passt, dann ist das Populismus. Das ist hier die Logik auch des Tagesanzeigers. Den jubeln sie hoch. Oliver Meiler, der Rom-Korrespondent, jahrelang hat er den früheren, einen der früheren Premierminister Silvio Berlusconi in Grund und Boden verdammt. Dabei war Berlusconi der Mann,
der die meisten Wahlen gewonnen hat und die stabilsten Regierungen angeführt hat. Also, wenn die Demokratie gesprochen hat, damals wurde Berlusconi gewählt, das hat der Tagesanzeiger-Korrespondent nicht akzeptiert. Jetzt wird die Demokratie ausgehebelt, dafür kommt ein Kandidat, der dem Tagi gefällt. Dann ist die Autokratie, dann ist dieses dirigistische, Putin-mäßige Gehabe natürlich großartig und Ausdruck höherer Weisheit. Erst wenn es kritisch wird, wechseln die Italiener ihre Besten ein. Und bei der NZZ lesen wir, was die Logik dahinter ist, was eigentlich die Absicht ist. Italien wird heute von der Europäischen Union regiert. Die EU regiert Italien. Das steht hier. Innerhalb der EU wuchs die Angst, dass Rom den Wiederaufbau durch diese Corona-Gelder vermasseln könnte. Die Ernennung von Mario Draghi wird deshalb vor allem als beruhigendes Signal an die europäischen Verbündeten gesehen. Vorgezogene Neuwahlen wären verheerend, schreibt die NZZ, denn dann hätte die rechte Opposition gewinnen können. Merken Sie etwas? Also die Zeitungen der Schweiz sind nur für die Demokratie, wenn ihre Lieblinge irgendwie an die Macht geschoben werden, wenn das Volk abstimmt, dann ist das eben finsterster Populismus. Das sind übrigens die gleichen Zeitungen, die dem früheren US-Präsidenten Donald Trump immer einen Mangel an Demokratiebewusstsein unterstellen. Sie selber haben gar keins. Also einfach so viel. Aber das ist ja das Schöne, wenn man die Zeitungen liest, dann sieht man das. Dann wird das hier alles deutlich in dieser Sendung. Ja, meine Damen und Herren, meine Zeit ist abgelaufen. Ich wünsche Ihnen ein wunderschönes Wochenende und versichere Ihnen, dass wir hier die Demokratie nicht fallweise gut finden. Nur nach dem Resultat, das sie produziert. Wir sagen, Demokratie ist, wenn die Bürgerinnen und Bürger der Chef sind und nicht die Draghis, die Mattarellas, die EU-Funktionäre, die von oben irgendetwas installieren. Diesen Grundwert werden wir in dieser Sendung immer hochhalten und mit messerscharfem Röntgenblick bei den anderen entsprechend aufdecken, wenn sie in die falsche Richtung galoppieren, was, wie Figura zeigt, gerade eben wieder voll im Gange ist. Vielen Dank, genießen Sie das Wochenende, schalten Sie ab und freuen Sie sich auf Weltwoche Daily. Am nächsten Montag kommen wir zurück, energiegeladen und zuversichtlich wie immer. Ganz herzlichen Dank.